Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Spaß geht Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Manchester City, Leute. Heute geht es gegen Liverpool. Ich weiß nicht, was wir dann noch für Spiele haben. Ich glaube, es stehen einige gute Spiele an in der nächsten Zeit. Nach Länderspielpause gegen Deutschland. Danach geht's gegen Chelsea. So ein paar gute Spiele stehen an, Leute. Lasst mir mal gerne ein Like. Danach gegen Man U, danach noch Pokal. Alter, danach noch gegen Arsenal. Junge, es steht einiges an. Wie immer, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren. Täglich einschalten, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich freuen. Checkt noch gerne den Shop aus. In den Nice Designs. In schwarz und weiß. Als T-Shirts, Pullover gibt's in rot, grün, orange und in blau, Leute. In den vier Camouflage-Farben gerne abchecken. Ich würde mich sehr freuen. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe ist auch wie immer am Start. Checkt aus. Handyhöhlen gibt es natürlich auch in den vier Farben, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün. Falsch rum. Das war's heute. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch zu eurer Bestellung dazu. Meine Fresse, jetzt ist wieder draußen so hell geworden, Alter. Ich hasse das ohne Witz. Wir gehen mal in die Pressekonferenz. Im Herbst und im Frühling. Ne, ihr wisst es ja, Leute. Es wird alle 5 Sekunden heller, wieder dunkler und so weiter und so fort. Muss man gefühlt alle 2 Sekunden die Facecam umstellen von der Helligkeit her. Egal, was soll's. Ab geht's. Pressekonferenz gegen Liverpool. Schauen wir mal, was die Reporter hier vor dem Topspiel wissen wollen. Sollte es gelingen, die Meisterschaft zu holen, aber ist die Mannschaft auch stark genug, um diese Leistung weiter zu zeigen? Versuchen müssen wir es. Immer dieselbe Frage, immer dieselbe Antwort. Das ist, wie gesagt, wie immer die Frage, die in jeder Pressekonferenz einmal dabei ist. Zuletzt konnten sie mit nur einem Tor Vorsprung gewinnen und nun geht es gegen Liverpool. Wie schätzen sie diesen knappen Sieg in dieser Hinsicht ein? Dieses knappe Spiel motiviert uns. Sieg ist Sieg. Die Spieler werden wieder klasse spielen, Alter. Guck mal, unsere Moral, Alter. Könnte vielleicht sogar komplett voll werden. Ich glaube nicht ganz, Mann. Aktuell sind sie gut drauf. Gehen sie davon aus, dass es auch so weitergehen kann. In den nächsten Spielen, wir können auch mehr. Wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen uns konzentrieren. Okay, Moral, na, nicht ganz voll, Digga. Aber schon fast komplett. Schon fast komplett full, Alter. Sehr geil. Geht klar, Alter. Geht in Ordnung, Alter. Okay, so, dann wollen wir doch mal schauen. Monatliche Scouting-Updates sind auch noch verfügbar. Dann gucken wir mal, ob hier wieder der ein oder andere gute, interessante Jugendspieler dabei ist. Naja, der hätte 92 Potenzial, aber sonst auch nichts. Der hier ist interessant, Murphy. Ach, scheiße, wir haben zu viele. Oh, Digga, wie viele haben wir denn schon in der Jugendmannschaft? Dann müssen wir erstmal den einen oder anderen entfernen. Was mit dem hier? Der hat halt nur 50. 90er Potenzial, okay, aber... Na gut, den können wir erstmal wegpacken. Der hat leider nur 82 Potenzial, der auch leider nur 88 Potenzial. Das lohnt sich ja auch nicht. Wir wollen schon immer die Spieler über 90 Potenzial haben. Und den müssen wir leider auch wegpacken. Ich glaube, das wird auch nichts geben. So, jetzt haben wir wieder 3 Plätze frei. Dann können wir 3 neuen Jugendspieler... die Chance geben. Der hat sogar bis 70, Alter. Und 1,89 groß. Nicht schlecht, nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Und jetzt haben wir nur noch einen Platz frei, Alter. Scheiße, den muss ich eigentlich auch mitnehmen. Oh Mist. Und wir haben noch die ganzen anderen. Ja gut, jetzt haben wir 3 Engländer mit reingenommen. Jetzt müssen wir mal hier schauen, wenn jetzt hier noch der ein oder andere gute dabei ist. Dann müssen wir wieder... Der ist auch interessant, Alter. Scheiße, Mann. Jetzt müssen wir wieder ein paar ablehnen, Alter. Das kann nicht wahr sein. Na gut, den können wir leider freigeben. Den können wir ebenso freigeben, weil der auch nur bis 85 leider hat. Der auch, Alter. Was ist hier los, ey? Mit den Spielern hier oben. Die habe ich eben gerade gar nicht alle gesehen. Der hat auch nur bis 86. Geben wir auch leider frei. Also wie gesagt, wir können leider nur die Top-Leute mit reinnehmen, deswegen müssen wir die unter 90 Potenzial leider erstmal freigeben, Leute, weil das hat sonst, denke ich mal, eher wenig Sinn, weil die werden es wahrscheinlich dann eh nicht zu uns in die erste Mannschaft schaffen und dann, ja, ist unnötig, verschwenden nur Platz und ich meine, für die bringt das ja dann auch nichts, Leute, wenn die da bei uns die ganze Zeit bleiben. Von daher, naja, geben wir mal den anderen hier die Chance, den nehmen wir auch mal mit hier, auch wenn das nicht ganz so fresh aussah, den nehmen wir auch mit, 1,92 groß. Und dann würde ich sagen, lassen wir es dabei erstmal und gehen in die nächste Partie gegen Liverpool, Leute. Ab geht's. Welcher Platz ist Liverpool eigentlich? Mit der F, wo sind die? In echt läuft es richtig gut. Hier sind die nur auf Platz 12. Na gut, wir gehen mit Bestbesetzung natürlich rein. Ab geht's gegen Liverpool. Wir haben ja einen Ex-Spieler von Liverpool. Van Dijk ist am Start. Sonst haben wir sonst... Ah ne, und Roberts haben wir auch noch. 2 Spieler von Liverpool haben wir geholt. Stimmt, Digga. 3-1 gewonnen, Alter. Let's go, man. Neymar trifft doppelt. Sterling trifft. Roberto Firmino trifft auch zum 2:1, nachdem Neymar dann aber die Entscheidung gemacht hat mit dem 3:1. War alles klar. Und Rodri hat sich leider verletzt. Das ist jetzt nicht so, Baba. Das ist ganz und gar nicht, Baba. Ich hoffe,
dass das nichts allzu langes ist. Wir gehen erstmal in die nächste Trainingseinheit und danach findet die Länderspielpause statt. Let's go, nächste Trainingseinheit. Foden geht hoch, Zinchenko, Vinicius. Upamecano und Rice leider nicht, aber jo, schon fresh, Mann. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange Rice sich verletzt hat. 2 Wochen, oh shit, Alter. Ja gut, das geht noch. Oberschenkelzerrung, naja, haben wir einigermaßen Glück gehabt, würde ich sagen. Geht in Ordnung, Alter. 2 Wochen ist okay. Roberto Firmino aber mit 6 Treffern vorne. Rashford auch mit 6, Neymar mit 5 und Sterling auch mit 5. 3 von uns dabei, das ist schon nicht verkehrt, Mann. Okay, Länderspielpause, Leute. Es geht gegen Irland und dann gegen Deutschland. Das wird natürlich, denke ich mal, kein leichtes Ding, aber sind ja irgendwo Freundschaftsspiele, von daher, wir müssen jetzt mal schauen. Ich habe ja noch gar nicht hier, ist ja unser erstes Spiel mit der Nationalmannschaft. Griezmann ist nur draußen, Alter, WTF. Dann machen wir das Ganze mal so. Griezmann hier als hängende Spitze. Benzema, warum ist der überhaupt im Kader? Im Echt ist er gar nicht mehr, in Echt ist er gar nicht mehr im Kader, ne? Wir haben noch Umtiti, ey. Was ist, wenn wir Umtiti auf rechts stellen? Ich glaube, ich stelle mal Umtiti auf rechts, Mann. Der ist nicht der allergrößte, von daher. Und schnell genug ist er auch. Kann der auch Rechtsverteidiger spielen. Lehmann nehmen wir auch mal raus. Da kommt dann doch lieber Dembélé mit rein. Kanté, Pogba im Mittelfeld. Die haben schon kranke Spiele, Alter. Lenglet haben wir auch noch. Digga, die haben schon echt, muss man sagen, heftige Spiele. Auch die Bank, ne? Ist absolut krass, Mann. Und Loris ist nicht im Tor. Warum ist Loris nicht im Tor? Und Rofier? Ich habe keine Ahnung. So, das ist erstmal die Bestbesetzung. Wir konnten auch gar nicht den Kader bestimmen, ne? Warum konnten wir den Kader eigentlich nicht bestimmen, Leute? Das ist irgendwie ein bisschen komisch gerade, ne? Eigentlich können wir den Kader ja immer vorher noch bestimmen. Aber irgendwie diesmal nicht. Oder haben wir das schon gemacht und ich habe es verpeilt? Ich weiß, haben wir das schon gemacht? Keine Ahnung. Egal, ab geht's gegen Irland. Ich finde es echt schade, dass, wie gesagt, vor den Länderspielen keine Pressekonferenzen kommen. Würde ich echt feiern eigentlich. Russland 2-1 gewonnen, Südafrika 1-0 gewonnen und Varane verletzlich. Oh mein Gott, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Griezmann mit dem entscheidenden 1-0 in der 67. Varane hat sich verletzt. Deutschland 4-0 gewonnen gegen Australien. Und jetzt geht's gegen Deutschland. Jetzt hat sich der Nächste verletzt, Alter. Varane fällt auch 2 Wochen aus, Innenbandverletzung, Alter. Scheiße, Alter. Varane fällt aus, 2 Monate, 2 Wochen Rodri bei uns. Aber gut, Gott sei Dank haben wir Varane nicht geholt. Sonst würde der jetzt auch noch ausfallen. Also, danach geht's gegen Deutschland, dann geht es gegen Chelsea noch. Wir haben echt richtig viele Topspiele, ne? Danach Pokal, danach gegen Man U, Alter. Dann gegen Arsenal, Junge, hier steht einiges an, Mann. Hier steht wirklich einiges an. Aber gut, Sheffield United, sind die aufgestiegen? Stimmt, die sind aufgestiegen. Läuft bei denen. Naja gut. Okay, nächste Trainingseinheit. Nächstes Spiel davor, meinte ich. Hier, zack, kommt aber noch die nächste Trainingseinheit. Die nehmen wir noch mit. Keiner mit der Nationalmannschaft weg von unseren 5 Spielern hier. WTF, ey. Kein Vinicius. Zinchenko eigentlich auch nicht. Der ist eigentlich auch mit Ukraine mal weg. Foden auch nicht. Bei England dabei. Aber Zeit, dass wir England-Trainer werden, damit wir Foden zum Beispiel mitnehmen können. Rice zum Beispiel auch gar nicht weg mit der englischen Nationalmannschaft. Naja, Walker tut sich schwer bei Real Madrid. Gott sei Dank haben wir ihn abgegeben. So, Varane, jetzt haben wir das Problem auf jeden Fall schon mal gelöst hier mit Umtiti. Der kann dann wieder nach innen, obwohl ich glaube, wir lassen Lenglet oder wir lassen Umtiti rechts und Lenglet kommt dann rein, weil Dubois hat eh kein Potenzial. Das lohnt sich nicht, Leute. Ja, komm. Lohnt sich nicht. Roussillon hat, glaube ich, auch kein Potenzial. Wir nehmen mal Lacazette mit auf die Bank. Wir haben ja hier einen linken Verteidiger, von daher passt das mit Digne. Und so geht's in die nächste Partie gegen Deutschland. Mal schauen, wie das aussehen wird, Leute. Wird auf jeden Fall nicht so leicht wie gegen Irland, obwohl wir gegen Irland ja auch nur 1-0 gewonnen haben. Wäre auch knapp, ne? Naja, schauen wir mal, wie es gegen Deutschland läuft. Zuletzt 4-0 gewonnen, 1-0 gewonnen und 2-1 gewonnen. Also alle 3 Spiele gewonnen. Es geht unentschieden aus. Selke? Junge, wen haben die alles in der Nationalmannschaft dabei? Selke, Schürrle, WTF, Alter, ganz komisch. Halzenberg, Rüdiger, Bender. WTF, Digga. Was haben die für Spieler dabei? Özil ist auch noch am Start. Ganz, 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 ganz komisch. Hummels ist auch noch am Start. Kruse auch auf der Bank. Irgendwie ganz komisch. Aber gut. Griezmann und Coman treffen auf unserer Seite. Und Davy Selke macht einfach einen Doppelpack, ey. Nicht schlecht. Irland hat 4-0 gewonnen gegen Ungarn, habe ich gerade gesehen. Läuft bei Irland, Alter. Läuft richtig bei denen. Naja, jetzt, oh, Chelsea ist Zweiter. Oh, punktgleich sogar mit uns. Scheiß die Wand an, ey. Das ist ein richtiges Topspiel jetzt. Digga, Digga, Digga. Das ist ein absolutes Topspiel, Mann. Boah, das müssen wir jetzt gewinnen, ey. Sonst könnte es hier bitter enden, Mann. Wir müssen das irgendwie holen. Danach geht's dann auch, wie gesagt, nee, danach geht's gar nicht im Pokal weiter. Danach haben wir noch gegen Dynamo Zagreb, gegen Newcastle und dann geht's erst im Pokal weiter. Dann gegen Man U, dann Champions League, dann gegen Arsenal.
Also ein paar geile Spiele stehen jetzt auf jeden Fall an, Leute. So, wir gehen erstmal in die nächste Pressekonferenz hier vor dem Spiel gegen Chelsea. Wir werden mal hier die... Ach, Rodri muss raus, Alter. Scheiße, Mann. Na gut, dann packen wir mal kurz Rodri raus. Wie sollen wir da reinpacken, ist die Frage. Boah, shit, Alter. Eigentlich müssten wir... Oh, Leroy Sané ist auf 87, sehe ich gerade. Eigentlich... Boah, was ist mit Ederson? Wann wird der eigentlich mal wieder fit? Wird mal langsam wieder Zeit. Eigentlich müssten wir Rice reinpacken, damit wir halt wenigstens einen defensiven Spieler haben, ne? Weil sonst haben wir wirklich zu viele Offensive. Wir packen mal Rice rein, Leute. Weil wenn wir jetzt Dele Alli reinpacken, dann ist das zu offensiv. Fernandinho haben wir auch noch. Komm, lass mal Fernandinho mal spielen. Komm, der hat die Erfahrung, Leute. Der hat einfach die nötige Erfahrung hier, die es braucht, gegen so einen Verein wie Chelsea zu bestehen. Ich hoffe es mal. Ach, scheiße, jetzt haben wir vergessen, den von der Bank zu packen. Kann nicht dein scheiß Ernst sein, Alter. Varane. Ah ja, wir haben ja auch Varane, stimmt. Ich habe gerade eben noch gesagt, wir haben Varane ja gar nicht geholt. Ach du Scheiße, natürlich haben wir Varane geholt, stimmt. Ich bin so verpeilt. Natürlich haben wir Varane geholt. Oh mein Gott, der hat sich jetzt auch noch verletzt bei uns, ey. Das war's. Ich sag eben noch, Gott sei Dank haben wir Varane nicht geholt, Alter. Ey, wir haben 4 Verletzte, Junge. Was ist das eigentlich? Oh mein Gott, Alter. In Sachen Verletzungen, ne, in der City-Karriere so bitter. Das ist richtig traurig. Bei uns verletzt sich gefühlt jeder. Das war's erstmal von der heutigen Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, wie immer gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Checkt auch gerne, wie immer, meinen Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover. Gibt's in rot, in grün, in orange und in blau, Leute. In den 4 Camouflage-Farben. Checkt's gerne aus. Viele weitere Designs in diesen 4 Farben erhältlich. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Handy gibt's auch, Leute, in den 4 Farben. Orange, blau, rot und grün und gratis Autogrammkarte gibt es auch zu eurer Bestellung dazu. Checkt mal gerne aus, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid am Start. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut, haut da rein und ciao.